Valentin kenne ich über Doro. Die Doro hat die Kamera in dem Film gemacht. Doro kennt meine Musik auch schon sehr lange, hat uns vermittelt. Und eigentlich habe ich mit Valentin über einen bestimmten Zeitraum von 2 Jahren telefoniert, bis wir uns dann in München eigentlich auch das erste Mal begegnet sind auf einer Filmpremiere, die ich dort hatte. Und da haben wir uns getroffen und es war eigentlich klar, dass wir das starten dann. Ich glaube, in diesem Fall war es für mich auch anders, weil es kein Spielfilm war, sondern ein Dokumentarfilm. Und die Anforderungen an die Musik sind andere. Und ich glaube, diesen Freiraum, den man vielleicht in einem Spielfilm auch hat, wo die Musik natürlich immer dem Film zutragen muss, hat sie aber doch auch eine eigenständige Rolle und eine gewisse Selbstreferenzialität, oder das kann es haben. Und im Dokumentarfilm darf es nicht parallel laufen, sondern muss den Charakteren entsprechen, die aus der Realität kommen und gefilmt werden. Inszenierung hin oder her. Und das war, glaube ich, auch die größte Herausforderung, das herauszufinden, den Charakter zu treffen. In dem Fall ist es ja ein Porträt. Herauszufinden, was entspricht unserem Hauptcharakter, was trägt dem zu, was erklärt die Welt, was führt das weiter, was die Bilder uns zeigen. Und mir war natürlich wichtig, dass ja, das zu finden und dabei auch möglichst viel Spaß zu haben. Ich glaube, das ist sowas, das handelt man als Filmmusiker mit dem Regisseur vor allem auch relativ schnell aus. Und wie ich auch am Anfang schon gesagt habe, wir haben viel telefoniert am Anfang, haben darüber geredet, was kann es sein, wie soll diese Klangwelt sein, und hatten dann so Adjektive herausgebildet, so erdig, minimal oder solche Sachen sind gefallen und dann habe ich aufgrund von ersten Skizzen auch selber erste Skizzen gemacht und habe die mit dem Valentin besprochen. Und ich glaube, der wesentliche Faktor für diese Musik war am Ende die Frage, die Valentin der Carlotta gestellt hat. So banal es klingt, aber wenn sie ein Instrument wäre, was wäre sie? Und sie hat direkt gesagt Cello. Und das war, glaube ich, nochmal so ein ganz wichtiger Punkt, und da ich selber Cellist bin, war das natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, auch mich vielleicht diesmal auf das Cello zu konzentrieren, das in den Mittelpunkt zu rücken in der Instrumentenwahl. Das habe ich gemacht, und ich glaube, Freiheiten ist immer so eine Frage oder so eine Sache, weil am Ende entscheidet der Film, was es braucht. Und das ist dann, wenn man mal die ganze Mystik weglässt, ist es eine Vorgabe, die der Film dann auch gibt. Aber wesentlich ist das Verständnis und die Kommunikation mit dem Regisseur und dass man dieses Level findet, in dem auch ein Vertrauen herrscht, würde ich sagen. Und das war zwischen uns gegeben und deshalb ist die Zusammenarbeit ja auch so erfolgreich verlaufen. Ich glaube, das Besondere in dieser Produktion, und da war von Covid auch noch überhaupt nicht zu sprechen, aber dass in dieser Zusammenarbeit, und deshalb fällt sie auch in meinen Arbeiten insofern raus, dass wir uns wirklich nur dieses eine Mal gesehen haben, was ich vorhin angesprochen habe, und den Rest haben wir komplett über Telefon geklärt, digital Sachen hin und her geschickt, immer wieder abgestimmt, mit dem Cutter zusammengearbeitet. Und letztendlich habe ich das Team in Gänze erst auf der Premiere gesehen. Und das hatte ich vorher auch noch nicht. Nein, darf ich nicht. Aber das war trotzdem eine wahnsinnig schöne Situation. Ich freue mich für den Film. Wir haben
ja auf mancher Ebene da auch echt abgeräumt. Und es freut mich, weil dieser Film toll ist und ich stehe voll hinter dem. Und persönlich ist es natürlich schön, wenn die eigene Arbeit auch so anerkannt wird und die des Teams natürlich. Von daher bin ich ganz happy.